Das habe ich jetzt gerade vergessen im Video zu erwähnen am Anfang. Mache ich jetzt nochmal hinterher, schneide ich vorne ran. Jeder hat das Recht, im Internet auf die gleiche Weise beleidigt und diskriminiert zu werden. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozark Mega S zum neuen Video. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich bei mir auf dem Kanal zu einem Classic-Meinungsvideo. Ihr seht, ich bin wieder am See und laufe hier mal so ein bisschen rum. Und wie ihr schon am Titel dieses Videos erkannt habt, geht es heute... Oh, das sind die Enten. Nee, es geht nicht um die Enten, sondern heute geht es um das Thema Gaming und was ist das Beste? Also Computer, Konsole, Handy, Laptop oder sowas. Guck mal, die Enten schlafen alle da sogar. Das sind alle Enten da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach, einfach alle Enten, Alter. Ich bin übertrieben, haben die mich wieder abgelenkt. Also, Thema für heute, wie gesagt, ist ja Gaming an halt verschiedenen, ja, ich sag jetzt mal Medien und was ich so davon halte und welcher Gaming-Content der beste ist. Ja, und dazu muss ich natürlich so ein bisschen das Ganze mal wieder ausholen. Wir gehen mal so ein bisschen in die Vergangenheit, Mitte der 90er Jahre. Damals kam das Ganze ja mit dem Gaming erst auf und die meisten, so in meinem Alter, die sind wahrscheinlich mit Konsolen groß geworden. Vor allen Dingen halt in der Zeit, als es ja nach dem ersten NES von Nintendo das erste Handheld gab, also den Game Boy. Also für die Leute, die nicht wissen, was der Game Boy ist, vielleicht blende ich jetzt gerade nochmal ein Bild dazu. Der Game Boy war so das erste mobile Gerät, mit dem man zocken konnte unterwegs. Ja, habe ich als Kind ganz, ganz viel genutzt, habe ich auch in der Zeit als Jugendlicher so bis 10, 11, 12, sage ich auch noch, benutzt und danach aber dann halt nicht mehr. Und generell gesehen war halt mit steigendem Alter natürlich auch der Wunsch dazu da, geilere Konsolen zu haben oder geilere Games, bessere Grafik, vor allen Dingen aber halt der Mehrspielermodus oder das Mehrspielersystem war das Wichtigste eigentlich immer so an den ganzen Spielen, weil ich halt immer gerne mit Leuten zusammengespielt habe. Ich habe halt nie sowas wie, ich sag jetzt mal, diese klassischen Games wie Assassin's Creed, so jetzt mal um auf PC so einen kurzen Schwenk zu machen, oder auch Tomb Raider, so die ersten Games, habe ich alle nicht gezockt, weil das alles so Einzelspieler waren und die fand ich halt alle immer extrem langweilig. Das hat mich immer nicht geflasht. Die Story war auch immer nicht besonders gut und dementsprechend haben mich die Games auch alle nicht so abgeholt. Strategiespiele, da war das wieder ein bisschen was anderes. Aber auf jeden Fall fing es ja damals an eigentlich so, dass die ersten Spiele so halt vor allen Dingen Mitte der 90er halt für den Game Boy rausgekommen sind. Das hieß natürlich Super Mario Bros. Auf dem Game Boy, Wario Land oder beispielsweise dann so die ersten Donkey Kong Spiele und sowas halt alles parallel immer zum Super Nintendo. Man muss das ja immer ins Verhältnis setzen. Der Game Boy war die mobile Variante vom Super Nintendo für die Hosentasche und war halt für uns als Kinder natürlich extrem gut, abgesehen halt davon, dass die Spiele, die damals programmiert worden sind, die funktionierten ja, wenn man sich das mal mit den Spielen von heutzutage überlegt, gerade so. Also die gingen einigermaßen und die waren aber alle extrem schwierig, weil Grafik war sehr, 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 sehr einfach. Sehr pixelig. Die Steuerung war meistens, ja, sie war da, sie war halt schlecht bis, naja, es gab meistens keine Einführungsdinger, also Tutorials oder sowas. Das gab es einfach nicht, sondern du hast das Spiel gestartet und dann musstest du losspielen und alles selber erforschen, wie das funktioniert. Ja, und rausfinden. Jeder musste alles selber sich selbst erarbeiten. Und das hat natürlich einen massiven Anreiz gehabt, weil man sich dadurch natürlich selber mehr gefordert hat. Und je weiter man in einem Spiel gekommen ist, desto besser wurde man und desto mehr hat man das Spiel dann auch gefeiert. Und natürlich halt kommt noch dazu, dass die Spiele also alle sehr, 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 sehr schwer gewesen sind. Die sind ultra schwer gewesen. Wenn man heutzutage Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 2, Super Mario Land auf dem Game Boy, Super Mario Land 2, die alten Mega Man-Spiele, ach Halleluja, Mega Man 3, Mega Man 4 und sowas alles, diese ganzen alten Game Boy-Spiele halt nimmt, die waren alle ultra schwer gewesen und da musste man wirklich extrem viel üben, dass man da überhaupt vorangekommen ist. Ich weiß noch, den einen Mega Man-Teil, den habe ich glaube ich acht oder neun Stunden gezockt, bis ich überhaupt mal zum Endlevel gekommen bin. Und das Problem war ja immer bei den ganzen Spielen früher, man konnte dort nicht speichern. Also es war nicht so, du konntest das Spiel spielen
dann hast du abgespeichert und wenn du verloren hast, hast du dich an dem Punkt, wo du gespeichert hast, wieder geladen, sondern damals war es dann einfach immer so, du konntest die Level von Anfang an starten immer. Meistens war es ja bei Mega Man, das ist das klassische Beispiel mit den Stages, du hast halt 8 verschiedene Stages gehabt und du konntest halt immer nur die Stage starten und wenn du gestorben bist, dann musstest du das Level von vorne starten und das hat natürlich dann dafür gesorgt, dass du immer wieder und immer wieder und immer wieder das Gleiche probieren musstest. Und man hatte aber nicht unendlich Leben. Heißt also, irgendwann hatte man halt keine Life Points oder keine Lebenspunkte mehr. Und wenn man dann 6-mal gestorben ist, dann war das Game over. Und dann musstest du sozusagen von neuem anfangen. Natürlich gab es auch die Möglichkeit, sich zusätzliche Leben irgendwie zu generieren und auch zu holen, indem man halt ein bisschen getrickst hat. Das musste man rausfinden. Oder es gab natürlich halt auch die Möglichkeit, dass man gesagt hat, okay, es gibt Zwischenpunkte im Spiel, die mit so einem Codewort gespeichert worden sind. Das heißt also, wenn du den ersten Boss besiegt hast in der ersten Stage, und das erste Waffen-Upgrade gekriegt hast, dann hast du einen Freischaltcode bekommen, den du dir aber per Papier und Stift aufschreiben musstest, weil der ja auch nicht gespeichert wurde im Spiel, sondern wenn du das nächste Mal halt spielen wolltest, konntest du dann diesen Freischaltcode angeben, bevor du das Game halt angemacht hast und bist dann sozusagen mit Abschluss Level 1 halt gestartet. Das Ganze hat sich natürlich sehr, sehr stark dann gewandelt. Beim Super Nintendo gab es natürlich Speicherstände, dann später natürlich halt auch bei der PlayStation 1. Damals gab es noch so Memory Cards. Das kennt auch keiner mehr, vielleicht blende ich euch das auch gerade ein. Aber diese Memory Cards, die hatten damals eine Speicherkapazität, haltet euch fest. Ja, eine Speicherkarte, die hat damals, ich glaube, 40 D-Mark gekostet von 128 Megabyte. 120 Megabyte, ja, Speicherkarte. Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Manche Fotos, ja, die du mit dem iPhone schießt, haben schon 60 Megabyte. Ein Foto, kannst du 2 Fotos drauf speichern. Nur mal, damit ihr euch das so ins Verhältnis mal kommt von den Größen, so von damals. Und auch die Memory Card war extrem wichtig, vor allen Dingen halt bei Spielen wie Final Fantasy. Final Fantasy 7 habe ich ja extrem gesuchtet und extrem gespielt. Auch die ganzen früheren Prügelspiele, das heißt Street Fighter und auch, ach, da kommt mir gerade wieder so eine Synapsis durchgewandt. Battle Arena Toshiden. Ein überkrasses Beat'em-up-Game. Wenn man es heutzutage sieht, die Grafik absolut hässlich. Aber war extrem geil. Hat mir übertrieben viel Spaß gemacht. Und hat mich auch so ein bisschen auch an diese, ich sag mal, Japan-mäßigen Anime-Fighting-Games halt rangebracht. Natürlich Street Fighter ja auch. Also Street Fighter Non-Plus-Ultra. Bestes Game überhaupt. Ja. Und auf jeden Fall wollte ich jetzt das Ganze mal, damit wir jetzt so ein bisschen, wir sind jetzt aus der Vergangenheit, haben so die verschiedenen Unterschiede mitgebracht, gehen wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft. Mit 2009 fing ja das ganze Problem eigentlich erst an. Heißt also Ende 2007, 2008 kam ja das erste iPhone raus. Und mit dem iPhone kam natürlich auch das mobile Internet raus, was für Kinder heutzutage komplett normal ist. Wo ich mich ja auch erst, sage ich mal, 2013, 14 reingefunden habe. Weil für mich war das Internet früher immer so gewesen, entweder man hat einen Computer und einen Internetanschluss, dann ist man cooler. Oder man hat nichts, dann ist man Opfer. Fertig. So, das war so meine Gedankenwelt damals so gewesen, so 2013. Bis ich dann halt festgestellt habe, hey, tatsächlich, es gibt ja voll viele dann so, puh, die spielen ja auch am Handy. Das fing ja dann damals mit den ersten Handyspielen noch an. Erinnert ihr euch vielleicht Doodle Jump oder Angry Birds oder was gibt's denn da noch? Diese Fruit Ninja oder dieses Jelly Beans Spiel, wo man da irgendwelche Dinger zusammenschieben konnte, um sich halt Punkte zu machen. Und mittlerweile ist ja dieser ganze Markt sehr, sehr gigantisch gewachsen. Jeder Mensch hat heutzutage eigentlich ein Mobiltelefon, heißt ein Smartphone, sei das jetzt ein iPhone oder sei das jetzt ein Samsung-Handy oder ein, OnePlus oder sonst was oder Xiaomi. Also gibt ja unendlich viele Handys. Das heißt eigentlich jeder Mensch, der ein Handy und ein Mobiltelefon besitzt, der zockt ja auch. Der spielt ja auch am Handy und dementsprechend ist es dann einfach so, dass man sagen kann, okay, diese Handyspieler, die bieten ja auch einen gewissen Content und die Leute, die halt am Handy spielen, streamen ja sowas auch teilweise. Das heißt natürlich also, Leute, die sich mit Online-Spiel beschäftigen oder auch Gameplay-Content auf YouTube hochladen beispielsweise, zeigen ja da auch Handyspiele oder halt auch Konsolenspiele. Oder auch halt Spiele generell so,
aus dem Medianbereich, sage ich jetzt mal, also wo es auch immer herkommt. Es gibt ja auch Leute, die nutzen ja heutzutage noch das Streaming-Angebot von Google. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, vielleicht blende ich es euch auch ein, weil ich es jetzt gerade vergessen habe, aber ist nicht so wild. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass viele Leute, die gerne spielen, aber auch sagen, sie wollen sich gerne selber darstellen, das auch streamen. Und da muss ich mal so meine Meinung halt dazu sagen, so das Ganze klassifizieren. Für mich gibt es eigentlich im Grunde genommen nur drei Arten, ja, sagen wir vier, eigentlich drei, aber sagen wir vier Arten von Spielern. Also die erste Anzahl von Spielern, die halt so kommen, so, das sind die ganzen Newcomer, also die Newbies. Früher hat man Noobs dazu gesagt, ja, also Newbie, Noobs oder so. Wir hatten auch noch damals so die Boons, so, das war halt so ein Insider, wenn man Noobs rückwärts geschrieben hat. So, das sind so die ersten Leute, wenn sie das erste Mal ein Spiel spielen, die sind halt schlecht und sonst was, ja. Kann man natürlich auch streamen, kann man natürlich auch YouTube-Videos von machen, aber ist natürlich nicht so cool anzusehen. Das heißt also, wenn ich jetzt mir ein Spiel angucken möchte, sei das jetzt ein Ballerspiel oder ein Aufbauspiel, und dann gucke ich da so einem Newbie zu, also so einem Typen, der halt das Spiel noch gar nicht begriffen hat und so, dann finde ich das extrem uninteressant und auch langweilig. Also kann ich mir überhaupt nicht geben. So finde ich so, boah, ganz schwieriges Thema, also geht halt überhaupt nicht. Genauso, wenn man halt jetzt, sage ich mal, so Spiele nimmt, die zum Beispiel Rätselspiele, so wie Monkey Island, ich weiß gar nicht, meine Click-Adventure oder Point-Click-Adventure, genau. Wenn man solche Spiele halt nimmt und sagt, okay, hey, ich möchte gerne sowas zeigen und möchte den Leuten den Inhalt des Spiels zeigen, ja. Wenn dann einer sozusagen Let's Play davon hochlädt und dann halt, statt dass er das Spiel halt linear durchspielt, okay, er macht die eine Quest, hat jetzt rausgefunden, das und das muss er machen, und dann rennt er aber fünfmal im Kreis, weil er nicht weiß, wie es weitergeht, dann würde ich, wenn ich derjenige, der so ein Let's Play machen würde, das nicht hochladen, sondern ich würde natürlich linear das Spiel von Anfang bis Ende durchspielen, damit der Zuschauer auch weiß, wie das, erstens, wie die Spielinhalte funktionieren, und natürlich dann halt auch, man halt immer was Neues zu sehen kann. Wenn jemand dreimal im Kreis rennt, weil er nicht versteht, dass er die Glühbirne dreimal nach rechts drehen muss statt nach links, so als Paradebeispiel, da ist das dann natürlich halt ein bisschen weg. Also deswegen diese Leute so, die Newbies und so, die Leute, die sowas hochladen, das ist halt, ja, weiß ich nicht. Dann gibt es die große Masse, also die Leute, die ich überhaupt nicht feiern kann. Das sind halt die, die selber halt gerne zocken, aber schon eine gewisse Erfahrung gesammelt haben, aber einfach schlecht sind. Also schlechte Gamer, die halt dann beispielsweise am PC oder auf der Konsole irgendein Spiel spielen und das dann einfach, ja, auch als YouTube-Video verwursten oder als Stream, und dann ruckelt natürlich dann auch noch der Stream dazu oder das Spiel, weil sie es halt von einer Xbox, weiß ich nicht, hier von vor 4 Jahren streamen oder von einer PlayStation 4 und wundern sich, dass die Qualität da nicht stimmt. Ja, und die Leute aber selber dann gar nicht merken, dass es halt so, ja, ist nicht schön anzusehen, Qualität ist nicht gut, ja, sollte man vielleicht nochmal seine Hardware überdenken oder sich vielleicht ein Genere raussuchen, in dem man halt ein bisschen besser ist. Heißt, nicht jeder ist ja in der Lage, Ego-Shooter ganz gut zu spielen. Das ist immer ein Paradebeispiel. Habt ihr ja vielleicht bei mir ja auch schon mal gesehen. Also Call of Duty Warzone oder so. Könnt ihr gerne nochmal ein bisschen vorbeischauen. Hier nochmal ein bisschen Einwerbung. www.twitch.tv/osokode. Könnt ihr mir beim Livestream mal zugucken. Weil, also ich sehe mich immer selber so in dem Bereich. Die Spiele, die ich spiele, da gehöre ich zu den oberen 80%. Also zu den guten Leuten, ja, nicht Profispieler, weil die Profi sind die so die letzten 5% oben, aber in diesem Feld zwischen 80% und 95%, da befinde ich mich vom Skill-Level, ja. Und dementsprechend könnt ihr da natürlich gerne zugucken, wenn ihr das wollt, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, aber trotzdem halt hier nochmal diese Anmerkung. Und diese Leute aber, die unter mir sind, das macht halt die große Masse aus. Die Newbies sind ja auch nicht so viele, weil wenn man das Spiel halt eine Zeit lang gespielt hat, dann hat man irgendwann begriffen, wie es funktioniert. Aber wenn dann so ein Stillstand eintritt, dass die Leute sich nicht verbessern, und dann kommt immer diese Argumentation, ja, ich spiele das ja nur zum Spaß, ich will ja gar nicht erfolgreich sein, ich will ja gar nicht gut sein in dem Spiel, mir macht das Freude, kann mir halt keiner erzählen, wenn dann Leute halt, weiß ich nicht, bei Counter-Strike, sie spielen halt ein Counter-Strike-Liga-Match, auch wieder ein ganz gutes Beispiel, und werden dann jede Runde abgeschossen, und dann wird das Spiel mit, weiß ich nicht, 1:10 beendet. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das demjenigen dann Spaß gemacht hat, weil nur abgeknallt werden macht halt keinen Spaß. Kann mir keiner erzählen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob da jemand Freude dran hat, aber kann ich mir nicht vorstellen. Jeder, der so ein bisschen competitive spielt, ja, mag sein.
Ja, und genau. Und dann gibt es halt noch die dritte Art von Gamern, die sich so halt auch in diesem Bereich halt Konsole, Handyspiele, PCs befindet. Ich sag jetzt mal die etwas besseren Leute, die aber auch dann krassen Content liefern. Ja? Und da muss ich natürlich mal sagen, so Pro-Gamings anzugucken, also im bestimmten Bereich, das ist schon mal ganz interessant. Da gucken mich aber auch nicht alle Games, sondern ich gucke halt das so speziell, so was meine Spiele halt sind. Und ich würde mir dann auch spezielle Sachen halt raussuchen. Das Problem ist natürlich, wenn ich mir dann einen Streamer angucke, der jetzt League of Legends spielt, und der spielt nur einen einzelnen Charakter, ja, den er immer spielt, ja, weil er meint, er ist damit halt der Beste oder er kann den auch ganz gut, mag ja gut auch durchaus sein. Und dann aber in dem Moment, wenn sein Charakter gebannt wird, ja, dann das Spiel dodgt, weil er sonst verliert. Ja, das ist peinlich halt. Also deswegen kann ich mir auch diese Leute dann halt eigentlich nicht geben, weil wenn man ein guter Gamer ist oder ein guter Zocker ist, dann kann man alles. Dann kann man vielleicht einen besonders gut, aber man kann auch alles andere mittelmäßig gut oder mittelmäßig super gut. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das in Skill-Level eintakten soll. Ich würde jetzt so sagen, wenn er den einen Helden so 10 von 10 kann, dann muss er alle anderen Helden, die er spielt, auch so mindestens 7 von 10 können. Also alle, die verfügbar sind. Ansonsten ist es für mich halt auch nur, ja, nennt man halt in dem Genre OTP, also One-Trick-Pony. Also er kann nur einen Charakter. Und das ist halt auch, im Deutschen oder im Allgemeinen würde man das als Fachidioten bezeichnen. Und ja, was soll ich sagen, feiere ich halt auch nicht. Ansonsten bei Profispielern ist es natürlich besonders cool, wenn man halt Leute halt hat, wie ich ja gerade gesagt habe, die mehrere verschiedene Klassen und verschiedene Spiele bedienen können und diese auch relativ gut sind. Ja, also muss ja wirklich nicht der Überprofi sein, aber man kann halt schon sagen, so hey, der kann das wirklich sehr, sehr gut. Da kann ich selber noch was lernen und was mitnehmen, wenn ich dem zuschaue. Heißt, irgendwelche Tricks, sei das jetzt bei Aufbauspielen, dass er sagt, hey, du musst am Anfang in den ersten 3 Minuten vom Spiel diese Baureihenfolge einhalten. Also zuerst das Gebäude und dann das Gebäude, weil dir das diesen und diesen Vorteil verschafft. Das finde ich immer noch sehr gut und das gucke ich mir auch ganz gerne an, muss ich sagen, weil natürlich das halt so ist, dass man dann noch was von den Leuten lernt. Und da sage ich, das ist auch immer cooler Content, kann man sich auch gut geben und die kann man auch feiern. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zu der vierten Gruppe, die ich so in Klammern gesetzt habe. Das sind so die Indie-Games oder die Leute, die halt wirklich nur sagen, ich spiele was, um es auszuprobieren. Die Ausprobierleute, die halt ansonsten wirklich so ein, zwei Spiele haben, die sie wirklich gut können. Oder rennt ein Eichhörnchen, sieht man das? Das ist an den Baum ran gelaufen. Also die wirklich so ein, zwei Spiele haben, die sie ganz gut können und dann sagen, hey, wir wollen jetzt aber gemeinsam mal das und das ausprobieren. Ja, klassisches Beispiel ist dann auch wieder so, wenn ich mir sage, ich weiß ja, wir sollen nicht immer so große YouTuber nennen, aber wenn ich mir den Unsympathisch TV zum Beispiel angucke, der spielt wirklich ganz solide Warzone, also Call of Duty ist ja nicht schlecht, der spielt da wirklich ganz gut, so würde ich so sagen, so auch mein Skill-Level. Und ja, dann spielt er aber halt auch mal andere Spiele, wie beispielsweise dann so FIFA oder sowas oder Mario Kart. Und da ist er dann nicht ganz so gut drin, sagt dann aber auch das aktiv selber an, so hey Leute, ich bin da nicht so gut drin, müsst ihr jetzt nicht ernst nehmen, wenn hier alles so scheiße läuft und so. Und diese Leute, also oder Indie-Games, sage ich jetzt mal, man kann ja auch Indie-Games spielen oder sonst was. Und da kommt es dann auch nicht darauf an, ob derjenige den Spielinhalt gut präsentiert, sondern eigentlich mehr um die Person drumherum. Also ob derjenige sympathisch ist, ob der sehr lustig ist, ob der im Spiel coole Witze reißt und so. Oder ob der, ja, ich gucke zum Beispiel einen StarCraft-Spieler, den ich ganz cool finde, der ist halt auch so semi-Profi, also relativ gut. Und der ist halt massiv sarkastisch. Und ich mag ja Leute, die sarkastisch sind oder generell auch schwarzen Humor haben, weil wer Sarkasmus und schwarzen Humor nicht versteht, der ist übelst dumm. Ja, also alle Leute, die das nicht verstehen, ihr seid nicht so schon die hellsten Kerzen auf der Torte. Ja, wollte ich auf jeden Fall mal sagen. Und da ist es auf jeden Fall dann halt so, dass ich sage, die Leute, die halt dann nicht aufgrund des Spiels, was sie spielen, guten Content produzieren, also sei das jetzt auf Twitch, auf Trovo, auf YouTube, also je nachdem, ob es jetzt ein Stream ist oder ob es halt dann Videos sind, ja, da sage ich so, ey, ja, die haben auch ihre Berechtigung und jeder hat auch mal klein angefangen. Muss ich auch immer sagen. Es gibt ja auch Leute, so wie, oder beispielsweise den Paluten, der lädt ja auch immer so Let's Plays hoch von irgendwelchen Spielen, hier weiß nicht, Polizeisimulator oder Flughafensimulator oder Toilettenhäuschen-Simulator, wo ich mir so denke, das sind so die Spiele, die ich absolut scheiße finde, Alter, kannst du dir gar nicht geben. Aber die bringen das ganz gut rüber, weil sie eine lustige Art und Weise haben, also eine lustige Stimme haben und vielleicht auch noch das Ganze halt entertainmentmäßig halt zusammengeschnitten ist. Das kann natürlich auch noch sein. Ja, Leute halt wie den Gronkh kann ich mir gar nicht geben. Also Gronkh spielt ja auch zig Spiele und so und ja, habe ich nie geguckt, habe ich nie gefeiert, konnte ich auch nichts mit anfangen.
Und da muss ich halt sagen, wenn man jetzt die Leute, die halt jetzt mit Konsole, mit Handy, mit PC oder sonst was mit sowas halt spielen, in diese vier Kategorien einteilt, dann haben wir halt ein Problem, was es sich vor allen Dingen jetzt seit 2018, 2019 abzeichnet, dass man von dieser Gruppierung 2 auf YouTube ganz, 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 ganz viele Leute auf einmal findet. Denn das Problem ist natürlich Corona-Krise, können wir es mal so sagen. Ende 2018, Anfang 2019 ging es ja mit Corona los. Die Leute waren alle zu Hause und plötzlich wollte jeder einen Streamer sehen. Plötzlich wollte jeder ein Montana Black sein. Plötzlich wollte jeder irgendwie ein Knossi sein. Und da habe ich mir immer so gedacht, so, ey Leute, ihr gehört zu der Kategorie 2. Früher hat man im Counter-Strike, als ich noch Counter-Strike gespielt habe, 2006 bis 2010, hat man zu diesen Leuten NNs gesagt. Das war eine Abkürzung für No-Names, also für irrelevante Personen. Und ja, da muss ich natürlich sagen, diese Anzahl der irrelevanten Personen hat sich auf YouTube massiv vermehrt. Das ist überschlimm. Es gibt viele Leute, die halt irgendwelchen Content hochladen, weil sie halt einfach irgendwas hochladen wollen. Und sich dann gar keine Gedanken darüber machen, wie sie es präsentieren wollen, sondern die machen dann einfach Beispiel, keine Ahnung, das habe ich da letztens gesehen, da hat einer so ein Brawl Stars oder sowas hieß das Spiel, auch so eine Art, das ist so nachgemachtes, kennt ihr Super Smash Bros.? Also wenn ihr Super Smash Bros. Kennt, dann Daumen nach oben auf das Video, ja, erstmal hier nochmal die Anmerkung dazu, und Brawl Stars ist so ein nachgemachtes Super Smash Bros., also nur, dass du halt da kein Super Mario hast und kein Pikachu und keinen Captain Falcon, die sich verhauen, sondern irgendwelche andere Charaktere. Und da ist es dann halt so, der macht dann den Stream an, spielt dann seine 25 Minuten das Spiel, ja, verliert die ganze Zeit oder regt sich sogar noch auf. Man hört dann so, wie er ins Mikrofon flucht und dann ist das Video zu Ende. Und dann denke ich mir so, Alter, was ist das für ein Content? Den kannst du doch einfach mal wirklich runterspülen. Ja? Also braucht man halt eigentlich nicht. Und ja, dementsprechend muss ich natürlich halt sagen, ist es halt aktuell auch sehr, sehr schwierig im Gaming-Content-Bereich, merke ich ja selber auch bei mir, da rauszustechen. Es gibt natürlich immer ein, zwei, drei große Leute, die schon irgendwie einen Content bedienen, sei das jetzt in Hearthstone, sei das jetzt in Call of Duty Warzone, sei das jetzt in World of Tanks. Da habe ich letztens mal wieder den Maus-Akrobat gesehen. Kennt vielleicht von euch auch keiner, ist einer, der World of Tanks ganz, ganz lange spielt. Der spielt es auch, ja, ich würde so sagen, so gut wie ich oder deutlich besser als ich sogar. Der hat aber sehr viel Hintergrundinformationen und der beschäftigt sich viel mit der Materie auch im Hintergrund. Und der lädt dann halt Videos auch hoch, wo er Cheater hochgenommen hat, also Leute, die betrogen haben im Spiel. Und das finde ich dann halt schon wieder gut, auch wenn man dann sagen kann, okay, hat jetzt auch nicht den krassesten Mehrwert vom Game, aber ist halt irgendwie cool, weil er das Ganze halt auch sympathisch, ironisch rüberbringt. Und ja, und dann, um das Ganze jetzt nochmal so zum Ende zu führen, ist es halt so, ich kategoriere halt die Leute in halt verschiedene Gruppen, wie man halt Games, Streamings, Videos, Gaming-Videos auf YouTube halt hochladen kann. Ich würde sagen, wir haben viel zu viele Leute von der Kategorie 2. Von der Kategorie 3, so wie ich, gibt es auch einige, ein paar tausend Leute, aber die werden halt nicht gefunden, weil sie halt in dem ganzen Schrambels untergehen, was immer sehr, sehr schade ist. Und die ganzen Kategorie 4 Leute, sage ich jetzt mal, also die es sowieso gibt, also entweder die halt bekannt sind oder halt sympathisch sind oder halt so die Leute, die, wo ich halt hin möchte, Kategorie 3, die halt im oberen Bereich halt mitspielen. Und ja, dementsprechend ist es natürlich halt relativ schwierig. Ja, und ansonsten kann ich natürlich halt immer nur sagen, für alle Leute, die eine Empfehlung haben wollen, weil ihr kennt ja meinen Hauptkanal, da beschäftige ich mich mit Computer, Technik, Gaming, Hardware, Unboxing und so an allem drum und dran. Ich kann jedem immer nur empfehlen, wenn ihr irgendwie was machen wollt, also wenn ihr anfangen wollt mit YouTube oder ihr wollt wirklich Gaming-Content durchziehen oder wollt auch irgendein YouTube-Video starten, dann kauft euch erstens einen PC und keine Konsole, auf gar keinen Fall Handy oder sowas, ja. Kein Gaming-Handy und so ein Quark, das ist alles wirklich, das ist der letzte Mist, kann ich wirklich einfach nur sagen. Also egal, welche Gaming-Handys jetzt mittlerweile es gibt, auch so von Republic of Gamers und sowas, wenn man das vergleicht mit der Leistungsfähigkeit von einem Computer, das ist hier, da unten ist das irgendwie. PC ist hier oben und hier ist dann der Rest so. Also auch keine Konsolen und so, also selbst die neue PlayStation 5 und sei das jetzt die Xbox X-Series da oder S-Series oder wie der ganze Schrambels heißt, nehmt Abstand davon, weil Konsolen, die sind einfach eingeschränkt in allem, was man machen kann. Und natürlich kommt dazu halt auch noch, dass es halt sehr, 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 ja, schwaches Niveau dort ist. Das heißt also, wenn man an einer Konsole spielt,
sei das jetzt, ich muss einfach dieses Call of Duty Warzone-Thema wiederbringen. Call of Duty hat ja einen Crossplay-Modus. Das heißt, Konsolenspieler können mit PC-Spielern zusammenspielen. Und an der Konsole, muss man einfach sagen, da gibt es so viele schlechte Spieler und so viele Krüppels, dass die dann halt dort irgendwie mal Erster werden, wenn sie nur mit Konsole spielen, also wenn sie nicht gecrossstreamt werden, weil ich mache ja als PC-Spieler immer, sage ich, ich spiele Crossplay, damit ich schnellstmöglich ein Game bekomme. Ich kann gar nicht ausschalten, dass ich nur PC-Spieler kriege. Man kann als Konsolenspieler ausstellen, dass man PC-Spieler bekommt, dass man nur mit Konsole spielt. Und als PC-Spieler muss man immer mit allen spielen. Ich glaube, das war so in den Einstellungen, bin ich mir jetzt aber nicht zu 100% sicher. Und da ist es halt dann immer so, die Leute, wenn ich da zocke, mir einmal manchen Leuten zugucke, Alter, wenn die mit ihrer Konsole da, mit ihrem Gamepad versuchen, Leute abzuknallen, wow, Alter, ganz, 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 ganz schwach, ganz, ganz schwach, Alter. Also kann ich alles überhaupt nicht feiern. Naja, Ende vom Lied ist halt einfach, dass ich das Ganze, wie gesagt, mal kategorisieren wollte und euch halt auch mal meine Meinung zum Thema halt, ja, wie nennt man das denn jetzt? Ich würde sagen Gaming-Streamer. Ich glaube, ich nenne das Video Gaming-Streamer, meine Meinung dazu oder so. Ja, was ich davon halte, die verschiedenen halt Möglichkeiten, es zu machen, wie man damit Content produzieren kann. Ja, wollte ich euch auf jeden Fall mal mitteilen. Und ihr könnt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem ganzen Thema haltet und wie ihr mit dem Ganzen umgeht, ob euch Gaming überhaupt interessiert oder ob ihr beispielsweise sagt so, hey, also ich gucke mir eigentlich deine Meinungsvideos an, weil du da über alles Mögliche sprichst, aber Gaming interessiert mich gar nicht, ich will lieber über Kochvideos reden. Könnt ihr mir das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, weil Kochvideos ist ja natürlich auch ein Thema, kann man auch mal drüber quatschen. Naja, auf jeden Fall war es das dann soweit mit diesem Video. Ich hoffe natürlich wieder, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, wie gesagt, Daumen nach oben geben. Falls ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid und keine weiteren Meinungsvideos verpassen wollt, dann jetzt ein Abonnement da lassen. Ist kostenfrei, unterstützt diesen mega geilen Kanal, hilft dabei beim Wachsen und dass man auch häufiger vorgeschlagen wird. Und die Community wächst natürlich dadurch auch. Ja, und falls ihr halt meine Vlogs oder meine Challenges oder sonst was noch sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich halt auch machen, indem ihr mal durch die Playlists durchguckt. Da habe ich ja natürlich einiges hinterlegt. Und das war jetzt heute mal wieder ein sehr, sehr langes, ausschweifendes Video. Ich guck mal. Ja, 26 Minuten sind es geworden. Würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok.